Hi, willkommen bei Andreas Autor. Ja, jetzt habe ich sie auch, oder habe ich es auch, muss ich sagen, und zwar das Victorinox Venture Pro und das Venture Pro Kit habe ich mir gekauft und das würde ich heute jetzt einmal mit euch auspacken. Im Prinzip mehr nicht, also es gibt nicht einen großen Schnitztest oder so. Ich werde es jetzt auspacken und so ein wenig zeigen, was da die Sachen sind, wenn es nicht zu fest schneit. Also Schnee kommt von den Bäumen runter. Was ist jetzt hier so speziell im Prinzip an diesem Victorinox Venture Pro? Im Prinzip gar nichts, sondern es ist im Prinzip das sozusagen erste bisschen Outdoor-Messer von Victorinox, das zusammen mit Felix Immler gebaut wurde, geplant, im Prinzip alles konstruiert. Und ich finde es ja ein schönes, gelungenes Messer. Und für mich ist natürlich ganz klar, als Schweizer ist das einfach Pflicht, als Schweizer Outdoorer so ein Messer zu haben. Nein, natürlich nicht, aber trotzdem, ja, verbindet mich die Herstellung oder das Herstellungsland schon ein wenig mit diesem Messer. Das ist mit ein Grund, warum ich es gekauft habe. Das Messer im Prinzip schlicht verpackt, hier so in einem Karton, mehr nicht. Und dann kommt das schöne Schmuckstück auch schon zum Vorschein. Also ich finde es schon ein Augenschmaus, das anzusehen so. Und ist natürlich wirklich ein tolles, schönes Messer. Und das ist im Prinzip schon das Ganze vom Lieferumfang her. Wir haben hier mal das Hauptwerkzeug, das Messer. Ist sauscharf geschliffen, aber das ist ja nicht unbedingt ein Killerkriterium, sondern ein Messer kann man, fast jedes Messer, gute Messer kann man scharf schleifen. Liegt jetzt in meinen Händen sehr gut. Ist ein Inox-Stahl, rostfrei. Die genaue Bezeichnung könnt ihr hier ablesen. Ich weiß das nie auswendig. 14C28N. Mit 59 Härtegrad Rockwell. Natürlich Swiss Made auf der anderen Seite. Schön Victorinox eingraviert. Ist eine durchgehende Klinge. Aber mit dem, ich weiß das Material nicht genau, es ist so ein Kunststoffgriff. Ist oben ganz verschlossen und natürlich auch. Und liegt jetzt in meinen Händen, ich habe so Durchschnittshände, gut zu sagen, ne? Ist das natürlich super. Die Klingenlänge, alles, ich keine Ahnung auswendig, ich kann es sonst einblenden oder ich werde die ganzen Angaben im Prinzip in die Videobeschreibung stellen, da könnt ihr alles dann nachlesen. Im Prinzip auch vom Gewicht her ein schönes Teil, ja. Klingenrücken ist schön scharf für einen Feuerstahl und hier hat es noch so, ja, ist für mich jetzt nicht zwingend nötig, aber wenn es da ist, ist es da. Ich weiß nicht mehr wie auswendig, wie man den sagt, aber so gerippt ist es, ja. Die Scheide ist auch aus Kunststoff, hat natürlich Victorinox-like hier die klassische Pinzette. Ideal natürlich für Zecken oder kleine Dornen. Was auch nicht fehlen darf, ist ein Kugelschreiber. Mir wäre hier ein Zahnstocher lieber gewesen, wovon ich brauche weder noch. Und neu auch hat jetzt Victorinox einen kleinen Feuerstahl gemacht, der sicher auch gut funktioniert. Werden wir nachher alles noch kurz anschauen. Die Scheide kann hier noch einmal weggenommen werden, damit das im Prinzip separat getragen werden kann. Da macht man nichts anderes, weder einfach hier
das so durchschlaufen. Bisschen fummelig wie immer, aber es liegt vielleicht an meinen kalten Händen. So, und dann kann man hier das Messer auch direkt an einem Gurt befestigen und es im Prinzip so mittragen. Für was hier dieser Sechskant ist, kommen wir noch dazu. Und auch hier hat es noch eine so eine Aussparung, wie sagt man denn, so wie ein Loch, aber die meisten wissen es schon, für was es ist, ganz klar. Das ist dann im Prinzip für einen Bowldrill, den Stock oben zu halten, ist für mich jetzt nicht so relevant, aber hier, da dieses kleine Wehrloch, also die Sechskant, das hat einen bestimmten Zweck, was die meisten natürlich auch schon kennen, und dafür müssen wir uns natürlich jetzt am zweiten Teil zuwenden. Ich glaube, hier ist alles gesagt. Auch noch dazu, hier hat es noch drei Löcher. Die sind gemacht für einen Clip zu befestigen. Demher ja, ist das im Prinzip so multifunktionell. Man kann nur das Messer mitnehmen oder dann kann man es hier komplett mit der ganzen, sagen wir mal, Zubehörscheide noch mit transportieren. Venture Pro Kit, das Zubehörteil zu diesem Messer, ist auch im Prinzip schlicht in einer Kartonverpackung ohne Schnickschnack, aber darauf ist auch schon der Inhalt, was im Prinzip drin ist. Ist aus einem Kunststoff, ist das, also nicht Leder, ist schlicht gehalten, also da ist nicht viel drin, aber wir haben hier ein 20 mm Holzbohrer, so für kleinere Arbeiten zu machen, und hier die zwei Schleifsteine dazu. Und dann ist das im Prinzip schon, oder war schon alles, was hier drin ist. Die Schleifsteine dienen zugleich, oder respektive die Halterung hier, dient zugleich, um diese Schleifsteine hier zu befestigen. So, und jetzt hat man auch den perfekten Winkel. So, wenn man es dann richtig macht, so, vielleicht so besser, ja, hat man auch den perfekten Winkel, um das Messer so zu schleifen. Ob man es so braucht oder nicht, das sei mal dahingestellt, für mich jetzt sicher nicht die erste Wahl, aber es ist da. Das zweite liegt natürlich auf der Hand. Ich muss da den wieder befreien. Wichtig ist, das Ganze mit der Scheide zu benutzen, weil sonst, klar, hier passt das jetzt perfekt rein. Und so kann man natürlich kleine Löcher bohren, also kleine bis einfach die 20 mm, und dann könnte man sowas werkeln. Ist sicher interessant. Das ist das, was ich natürlich noch ausprobieren werde. Zugleich ist auch noch die Scheide. Hat unten zwei kleine Löcher. Aber ich nehme an, ja, man sieht es schon, kann man es mit jeder Scheide machen, das Ganze als ein Blashilfe zu nehmen, um das Feuer mit mehr Luft zu versorgen. Von dem her ist das auch noch ein cooles Gadget. He? Um das Ganze jetzt hier mit dieser Scheide zu verbinden, muss man beides einmal umdrehen, hier diesen Klett lösen und dann
kommt das ja im Prinzip so aufs Messer. Und dass es hält, muss man eigentlich nichts anderes machen als, den auch noch lösen, einmal hier durch die Schlaufe gehen, also Schlaufe, so eine Öffnung, so, und auf der anderen Seite hier sieht man es, genau dasselbe. Wenn es da rauskommt wieder, genau, dann unten durch wieder, dann festziehen und man hat das Ganze hier im Prinzip schön befestigt und kann das da hier auch wieder schließen. Und zu guter Letzt kommt dann das Messer noch rein und so ist das Ganze nachher mit diesem Zusatzkit verwendbar. Also hier kann ich jetzt gleich vorneweg einen Nachteil sagen für mich, aber vielleicht ist das eine, bin nur ich das. Ich muss ehrlich gestehen, ich war zu dumm, um das selber rauszufinden, wie man das Prinzip Pro Kit an der Scheide befestigt. Ich musste da wirklich ein YouTube-Video schauen, aber das ist vielleicht mir geschuldet. Wäre vielleicht schön, wenn da eine kleine Anleitung würde noch beiliegt oder hinten eine kleine Zeichnung, damit das wirklich auch solche, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben mit Messer, in Anführungszeichen, auch da wirklich das können. Ja, wie gesagt, ich werde das jetzt nicht groß testen und machen, sondern ich werde das jetzt Nadis Neumann mitnehmen, sicher für mich benutzen. Von dem her muss ich sagen, gibt es hier nicht mehr viel zu sagen, außer man könnte hier noch individuell anstelle der Schleifsteine, ich habe schon ein bisschen rumprobiert, aber noch nichts Schlaues gefunden, könnte man da noch etwas anderes hineintun. Aber ja, ich nehme an, die haben sich da schon ein wenig Gedanken gemacht. Das Einzige, was ich jetzt noch ausprobiere, ist der Feuerstahl, ob das hier einigermaßen funktioniert. Messer, Feuerstahl, also ich gehe davon aus, das funktioniert prima, also da habe ich keine Bedenken, sobald die schwarze Schicht da weg ist. Also das funktioniert, kein Problem. Ja, ich habe gesagt, ich probiere es nicht aus, aber ich habe es jetzt trotzdem für mich natürlich ausprobiert. Ich will euch das nicht vorenthalten. Also, das ist, das schneidet natürlich der Hammer. Und hier natürlich zu meinem direkten Vergleich, mein Liebling, das Feldkniven F1. Also die tun sich überhaupt nichts. So rein von meinem Gefühl her muss ich sagen, das geht sogar etwas weicher rein. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein kurzer Schnitztest, den ich noch gemacht habe. Ich werde für mich da noch das jetzt mehr testen, werde ich jetzt sicher viel mitnehmen, weil das ist wirklich ein Messer, das mir gefällt und ist wirklich meinem Feldkniven F1 ist das wirklich jetzt ebenbürtig, das passt. Gibt es einen Grund, dieses Messer nicht zu kaufen? Nein, es gibt keinen Grund, dieses Messer nicht zu kaufen. Nein, ganz klar, das hat natürlich auch seinen Preis. Teurere gibt es immer, gibt auch günstigere, aber das Messer da hier ist im Moment so circa bei 100,
110 Franken habe ich das jetzt gekauft und das da hier ist noch einmal rund 50 Franken. Es gibt noch eine kleinere Version, also eine kleinere Version, eine Version nur das Venture, und das hat im Prinzip diese Scheide hier nicht und auch keine Möglichkeit, das Venture Pro Kit dran zu befestigen. Wer also nur das Wasser will, und das hat auch die Aussparung nicht für den Sechskant und zum Bowl Drill machen, aber was soll's, das ist jetzt wirklich nur fast Schmuck am Nachthemd, das ist nicht das die Hauptaufgabe von diesem Messer, sondern die Hauptaufgabe von diesem Messer ist schneiden, werkeln, schnitzen. Das wird mit dem sicher alles tiptop funktionieren. Wie gesagt, ich werde das jetzt mitnehmen und dann vielleicht im Sommer oder im Herbst werde ich da mal so ein größeres Review dazu machen, wie sich das bewährt hat mit allem, mit dem Feuerstahl und so und auch die Handhabung. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mitnehmen soll am Gurt. Ich will es nicht so fix hier am Gurt, das stört mich ein wenig. Da mit einem Dengler wäre mir lieber. Aber das schaue ich, ob ich auch das ganze Kit immer mitnehmen werde. Das schaue ich dann jetzt diesen Frühling, Sommer an. He. Ja, gut. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, konntet da jetzt euch ein Bild machen von diesem Messer, von dem Schweizer Klassiker. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Und tschüss.